Nun, wenn man an Helmut Newton denkt, dann denkt man natürlich an die Fotografie der 70er Jahre, seine Hauptwerke, die Rolle der Frau, Nacktbilder, aber doch irgendwie künstlerisch Zeitschriften, Modezeitschriften, also ein weites Schaffen, was aber dann durch die Helmut Newton Stiftung hier in Berlin doch der Beginn letztlich eines Quartiers für die Fotografie war. Und auch der Beginn des Museums für Fotografie in der Jebenstraße, was heute mit Helmut Newton Stiftung, Museum für Fotografie, CO Berlin, nur um die Ecke herum, wirklich ein Quartier der Fotografie geworden ist. Und den Anfang, den Grundstein dafür hat Helmut Newton gelegt. Das Museum für Fotografie war ein ganz wichtiger Schritt, dass es eröffnet werden konnte. In dem Gebäude, wo sozusagen unten die Helmut-Newton-Stiftung untergebracht ist und dann oben im Kaisersaal, in dem Ballsaal der kaiserzeitlichen Landwehr, ein wunderbarer Ausstellungssaal, den das Ehepaar Karlfeld wirklich wunderbar hergerichtet hat. Das ist ein toller Ort, um Fotografie zu zeigen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man dort eben gemeinsam mit der Helmut-Newton-Stiftung und CO Berlin einen solchen Ort schafft, dass man nicht vereinzelt an verschiedenen Stellen in der Stadt für Fotografie da ist, sondern dass man drei potente Institutionen in einem Quartier hat und zwei auch noch im selben Haus. Und das, glaube ich, ist schon ganz, ganz wichtig. Helmut Newton habe ich in der Tat leider nicht mehr kennengelernt. Wir sind uns nicht mehr begegnet. Seine Frau June Newton kannte ich gut. Wir haben, das liegt schon viele Jahre zurück, immer wieder Ausstellungen gemeinsam eröffnet. Ihr war der Schulterschluss mit der Stiftung immer wichtig. Bei den Pressekonferenzen, bei den Eröffnungen gemeinsam aufzutreten. Das war ja ganz, ganz wichtig, dass der Präsident der Stiftung da auch präsent ist. Ich habe sie für eine unglaublich dynamische, energische, beeindruckende Frau gefunden, wirklich eine Persönlichkeit, das muss man schon sagen. Also prägend, ein breites Netzwerk auch. Sie hat immer wieder die mondäne Welt mit ihren Ausstellungen, den Ausstellungsthemen auch nach Berlin gebracht. Und sie hat schon immer wieder auch darauf geachtet, dass die Helmut Newton Stiftung, dass da wirklich auch immer eine gewisse Power drin ist, die sie zum ein Stück weit auch selber reingebracht hat, was die Ausstellungen betrifft und so. Also sie hat schon sie war nicht so oft hier, aber wenn sie kam, dann war da schon Leben in der Bude. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir mit dem Lebensweg von Helmut Newton, seiner Rückkehr nach Berlin, vergleichbar mit Heinz Berggruen, dass wir wirklich wieder Versöhnung auch schaffen. Und es sind ja Berliner, die in den 30er Jahren aufgrund des Nationalsozialismus Berlin verlassen mussten, die aber ihre künstlerische Prägung, also Helmut Newton auf jeden Fall hier in Berlin die 20er Jahre auch schon erlebt haben und dann ins Ausland gingen, fliehen mussten und dann wieder zurückkamen und ihrer Heimatstadt praktisch auch die Hand zur Versöhnung wieder gereicht haben. Und er wäre sicher überall in jeder Stadt der Welt genommen worden mit seiner Sammlung dort, aber das Helmut-Newton-Archiv hier in Berlin wieder zurückzubringen und mit dieser Tat auch ein Zentrum, einen Ort, ein Museum für Fotografie mit zu begründen und das dann auch noch neben dem Bahnhof, von dem er angeblich auch Berlin aus verlassen haben soll, Bahnhof Zoo. Ich meine, das ist zwar die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die sich so lebendig schließt wieder, diese Kreise. Und insofern ist es wichtig, dass wir eben nicht nur seine Leistung als Fotograf, die Sammlung, das Archiv, was jetzt hier ist, sehen, sondern wirklich diesen Lebensweg und dass Berlin ein Stück weit wieder da anknüpft, was die Nationalsozialisten eben unterbrochen haben. Ich würde mir für dieses Haus wünschen, dass es vielleicht noch enger mit den anderen Partnern kooperiert, auch CO Berlin, die direkt am Ort ja auch sind, und dass es weiterhin ein Ort bleibt, der jetzt schon sehr viele junge Menschen anzieht. Aber ich glaube, das ist ein Weg, den man weitergehen muss. Das ist ein Medium, vor allem, was für junge Menschen hochinteressant ist. Attraktive Ausstellungen und vielleicht auch nicht immer in der Trennung, unten die Helmut-Newton-Stiftung, oben das Museum für Fotografie, vielleicht auch gemeinsame Dinge, vielleicht auch gemeinsam mit CO Berlin. Ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge mehr tun, um dieses Quartier, diese Straße und diese Ecke sozusagen wirklich zu einem Magneten für junge Leute zu machen, für die Kunst der Fotografie.